In Stuttgart. Sie ist bei den Ärzten, Psychologen und Therapeuten gegen Stuttgart 21. Sie war 30 Jahre bei Ärzte gegen den Atomkrieg. Das heißt, sie ist es heute immer noch, aber seit 30 Jahren dabei. Und ihr Thema ist Redlichkeit und Transparenz. Ich bitte auf die Bühne Dr. Friederike Pau. Freundinnen und Freunde, einen gewaltigen Erfolg dürfen wir feiern. Zum ersten Mal seit 70 Montagen gibt es seit wenigen Tagen ernsthafte Anzeichen, dass auch die Bahn langsam die Lust verliert an Stuttgart 21, diesem Bahnprojekt. Erfolg. Und von denen, die nie aufgehört haben, zum Teil seit 16 Jahren nicht gegen dieses Bahnprojekt zu kämpfen. Immer mit friedlichen Mitteln. Stellvertretend für Zehntausende Stuttgarterinnen und Stuttgarter mit dem grandiosesten Durchhaltevermögen der Welt möchte ich hier auch Gandolf Stocker nennen. SOS-Stadtrat und Gründer der Initiative Leben. Sich zu einem Bahnhofsprojekt zu äußern. Dann auch deshalb bei gesundheitlichen Fragen. Dass im Federaufstiegstunnel die Zeiten für die Ankunft von Löschwasser im Brandfalle ständig verlängert werden, bis auf mehr als 30 Minuten. Der Neubaustrecke nach Ulm ohne Notausstiege geplant wurde, die jetzt kostenmäßig im Nachhinein eingerichtet werden sollen. Darum fordern wir. Jetzt ist der Moment gekommen, endlich transparent die massiven Probleme mit Stuttgart 21 offenzulegen. Auch all das, was noch in tausenden Seiten von Geheimpapieren vor sich hinrutschelt. Geschäftsgeheimnissen zu tun, sondern gehören in jedem Fall offengelegt. Wer nach Fukushima noch anderes behauptet, ist nicht zukunftsfähig. Jetzt ist der Moment, der Kaninchen zu missbrauchen. Und wenn ein Projekt dann nicht mehr wissen, dass man auch gutes Geld verdienen kann, ohne Restrisiken in unverantwortlichem Ausmaß. Sie werden bald kapieren, nur Geld machen allein ist nicht mehr gut genug, sondern es muss auch Sinn machen. Stuttgart 21 ist vollkommen sinnfrei. Ist mega out. Drittens, andere schwerwiegende Gründe bestehen. Nach der Sektorenverordnung, die für die Bahn gilt, ist die Aufhebung eines Vergabeverfahrens grundlegend anders geregelt. Paragraph 30 der Sektorenverordnung gibt der Bahn als Auftraggeber das Recht, ein Vergabeverfahren bereits dann aufzuheben, wenn dies aus Sicht der Bahn plausibel und nachvollziehbar ist. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Bahn ein Projekt nicht mehr realisieren will und ohne dass Schadensersatzansprüche drohen. An der immer wieder aufgestellten Behauptung, es entstünden durch Schadensersatzforderungen exorbitante Ausstiegskosten und deshalb Augen zu und durch, ist nichts dran.
weiteres politisch entschieden werden, S21 zu beenden und K21 zu bauen. Noch ein Hinweis: Sie können raus sein. Yeah.